Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Part von Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ja, wie immer ist der gute Aaron dabei. Ich habe meine Brille auf, ich sehe, was du machst. Echt? Ja. Was denn? Zeig's mir Hasenohren. Okay, du hast es gesehen. Ah, wegen Rabbids, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall ist der gute Aaron jetzt auch in der Reihe und wir schauen einfach mal, wie es weitergeht, weil wir haben ja schon mal gesehen, dass da irgendwas kugelt. Das freut mich nicht so schnell zu laufen. Er ist größer geworden. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Peach ist ja mit Selfies beschäftigt. Ahem. Zwei Schritte vor und einer zurück. Wollt ihr Spawny finden, müsst ihr die Rabbids besiegen, die euch auf jedem Schritt plagen. Allerdings befreit sie jeder Sieg vom Megabug über uns. Mega. Gebt gut Acht. Wenn ihr einen Gegner besiegt und ihr werdet sehen, dass der Megabug etwas von der Stärke zurückgewinnt, die er verlor, als er mit eurem Gegner verschmolz. Tipp: Die geisterhaften Erscheinungen, die sich in den Himmel erheben, wenn ihr jemanden verklopft, sind ein Hinweis. Okay. Ja, ich verstehe. Wenn wir die Rabbids besiegen, befreien wir sie vom Einfluss des Megabugs, was diesen wiederum stärkt. Okay, die schwächen ihn also. Oh, das ist sehr schlau. Oh, Mann, das ist nicht gut, oder? Unsere einzige Hoffnung ist, Spawny zu finden. Und ihn davon abzuhalten, noch weitere Monster zu erschaffen, die den Sturm über uns füttern. Let's go! Wie du sagen würdest, suchen wir erst Toad und dann Spawny. Ja, ich will auch erst Toad suchen, wenn es so dringend ist. Das stimmt. Ja, ich auch. Ja, was ich noch sagen wollte zu dem Hund. Aha! Ich wusste doch, dass man hier was entdecken kann. Ja, sehr gut. So, was haben wir denn hier? Minibus mit einem Kuh. Soundtrack. Ja. Das hier, das können wir wahrscheinlich nicht. Ja. Was ich noch zu dem Rumkugeln sagen wollte, normalerweise sind wir beiden ja die, wo wir mal rumkugeln, aber heute mal nicht. Das war viel. Das stimmt. Ja. So. Interessant. Eis. Creme. Eiscreme. Halt, kannst du nicht die Knöpfe nachgucken? Ich guck gleich. Ich wollte nur gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Aber ich guck danach. Oh! Erstmal Münzen, die können nie schaden. Die sind wahrscheinlich irgendwie gerade erschienen. Ja, ich guck danach da. Ich mach's erstmal hier. Passt schon. Grün. Okay. Blau. Ah. Komm, pack. Muss von der anderen Seite, weil in die Richtung kannst du ja nicht mehr. Ja, aber wenn es gut wäre, könnte man es auch ziehen. Tja. Muss ich hier drauf bekommen wahrscheinlich. Da brauchen wir nämlich das, doch. Siehst du, alter Junge, Rätsel sind mein Ding. Ja? Nein, sind es nicht, aber. Was haben wir hier? Naja, also Rätsel. Powerkugeln. Rätsel für bis zu Dreijährige schaffen wir vielleicht noch. Manchmal. Mit Glück. Gut, dann gehen wir schon wieder zurück. Aber wir haben es gefunden. Nein, warte. Oh. Mann, werden die sauer sein, wenn sie herausfinden, dass gleich da drüben eine Wüste ist. Die Armen. Ja, das stimmt. Die habe ich gar nicht gesehen da oben. Ich auch nicht. Das war auch ein Rätsel. So. Okay. Bis jetzt noch kein weiterer Kampf, aber hier ist noch eine Kiste für uns. Was haben wir hier? Schönes Sorbet, Ziggy. Du hast ein neues Modell gefunden. Okay. Und diese Rumkugeln hier? Ja, rumkugelt und rumkugeln. Das stimmt. So. Das ist, hast du ja dein Rätsel. So, Nummer 1, wobei das jetzt ein bisschen zu schwer war, finde ich. Ja. Was hat denn das andere noch getroffen? Da muss man erstmal drauf gucken, was man machen muss, sagen wir es mal so. Die Blume leuchtet, warum? Ja, aber ich kann es nichts. Ich kann sie zumindest halt ansprechen. Rumkugeln? Also man sieht auf jeden Fall einiges von der Wüste. Aber ja. Das sieht ja mal geil aus. Das stimmt. Das will ich oh nein, ich hab mit Rätseln blöd angegeben, jetzt muss man den da bestimmt durchrollen lassen. Ernsthaft. Wahrscheinlich. Aber warte mal. Also ich meine, du kannst jetzt machen, aber rechts weil dann keine Sorge, alter Junge, ich hab schon gelöst, ja. Das ist schon gemacht. Keine Sorge. Ich habe ja vorhin gesagt, Rätsel sind meine absolute Leidenschaft. Ja, das stimmt.
Halt jetzt aber, bevor du runtergehst. Das weiß ich selber. Hä? Geht's da noch hoch? Ja, scheint so, aber dann bist du doch gekommen, oder? Nee. Von da. Ah, ja, stimmt. Dann mache ich jetzt erst das Rot. Ups, ich häng da fest. Wo sind die anderen? Ah, da hinten. Schnell, Mario! Wenn du es nicht schaffst, dann kannst du. Eine noch? Yes. Gut. Sag mal Langzeit. Ja, ich wollte gerade sagen, zum Glück ist hier die Zeit ein bisschen großzügiger als bei Mario 64 oder so. Ja, dann war es irgendwie kurz. Was haben wir hier schon gefunden? In der goldenen Truhe. Kugel. Was? Kugelgelb war. Den Riesenkugelwilli. Girl. Ja, ich finde ihn auch süß. Ja, das stimmt. Das ist eine Waffe für Mario. Saugeil. Die brauchen wir. Ja, hey, die können wir gleich ja, auf jeden ausrüsten. Fall. Auf der Fighting Center. Das war das Falsche auf jeden Fall? Ja! Ah. Weil ganz ehrlich, die Kugelwilli finden wir auch süß. Das stimmt. Das ist mir grad. Das ist ja Mario. Sekundär vielleicht? Ist das die Kugelwilli? Wie viele Waffen hat Mario schon? Geil! 700 haben wir schon noch mehr. Nö. Aber die müssen wir eigentlich kaufen. Ja, warum nicht? Bei Marios Waffe war auch noch ziemlich am Anfang. Ja. Ja gut, Hammer brauchen wir eigentlich. Ja, ne, der Hammer, den wir haben, der ist schon Hammer, also lassen wir erstmal. Aber guck dir mal den Unterschied im Schadentreffer an, 55. Und ja. Auf die dann. Das stimmt. Das ist schon. Ich meine, du kannst auch keinen anderen dazu kaufen, wir haben ja momentan Money Flow, von daher. Gut, Den ja. Mit dem Boxhandschuh? Ja, der gefällt mir. Es gibt noch einen mit roten, aber irgendwie finde ich den weißen. Ja. Okay, dann nehme ich den. Da bin ich ganz deiner Meinung. Sehr schön, dann ist Mario jetzt ziemlich OP. Das ist gut. One Piece? Ja. Die sind wohl zu lang geschwommen. Ja, das stimmt. Mir fällt gerade leider der Name von den kleinen nicht ein, aber die haben mich früher immer genervt und umgebracht. Ich sage mal Tintenfische. Ja. Emily sagt Squids, aber ja. Was ist das? Das sieht irgendwie besonders aus. Disco-Kugel. Party! Licht aus, Spot an. Schauen wir mal. Das war's schon. Was? Ah. Kurz. So, B-Hopser. Ah, okay, ein 3D-Modell. Hey, aber das ist halt. Das stimmt. Das ist halt das Schöne. In den Spielen kann man so viel Schönes sehen. Ja. Und gemacht ist das echt schön, die Eishöhle in der Auf Wüste. Jeden Fall. Und wir haben es in den vorigen Part schon mal erwähnt, bei dem Spiel waren wir uns ja am Anfang relativ unsicher, weil wir jetzt auch nicht so die riesen Strategiespieler sind, aber es ist verdammt süß geworden. Und auch ziemlich einfallsreich, also da haben sich Nintendo und Ubisoft ein paar nette Sachen ausgedacht. Ja, ist schön designt auf jeden Fall. Die nimmst du auf jeden Fall mit, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wenn du den nächsten Kampf hast. Aber es ist auch so gerade interessant, was wir alles stimmt, finden. Ich muss eh nochmal gleich zurück, nachdem ich das hier jetzt hab's. Also die Münzen können auch nicht schaden, weil jetzt ist ja, was ausgegeben. Ja, das sowieso alles ein. Ich glaube, der Part wird wohl eher zum Entdecken sein. Ja. Warum ist die schon leer? Da war wohl Spawny vor uns da mit Baby Bowser. Bowser Jr. Die Murmel, die du runtergerollt hast, hat den Eisblock zerstört, der uns den Weg versperrt hat. Du kannst echt gut mit Murmeln umgehen. Ja. Würdest du mich nächstes Mal bitte warnen, bevor du so etwas machst? Ruf doch Achtung oder so. Achtung! Die Frage ist, wo der Eisblock war. Das ist eine coole Frage. Okay, gut. Dann sind wir quasi im Kreis gegangen. Da war er nicht. Nee, da kommen wir auch nicht rein. Da wäre ein Kampf. Ja. Gut, dann wird er wahrscheinlich hier was kaputtgeschlagen haben. Ja. Ich meine, da waren wir auf jeden Fall noch nicht, wenn wir nutzen lassen. Und tauchen. Unterwäsche, wo man noch hinblickt. Ich habe wieder zu den Fernglas am Anfang. Lang dieser Rabbit sieht diese einst majestätische Landschaft inzwischen eher aus wie eine Studentenwohnung. Na ja, gut. Das stimmt, die hätten mal deine sehen sollen. Das stimmt, sag mal. Hallo, Rabbits. Anscheinend ist die Stadt nicht groß genug für sie beide. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist... Mann. Aha. Kapitel 2. Sehr schön. Die Unterwäscheschlucht. Okay. Auf jeden Fall. Ah, da haben wir ja deinen Kampf. Oh, da sind die Krobianer wieder. Das wird lustig. Soll nicht sein, oder? Vergiss nicht, Y zu drücken gleich.
das stimmt. Oh! Armer Kerl, einst flog er frei wie ein Vogel über unsere Köpfe und verbreitete Angst im ganzen Pilzkönig. Ja, armer Kerl. Ja. Der arme Kuhlmann. Doch seht ihn euch jetzt an, verheddert in knalliger Rabbit-Unterwäsche. Oh, welch grausames Schicksal. Wir müssen die Ordnung im Pilzkönigreich wiederherstellen. Riesenkugel Willis Freiheit und Würde hängt davon ab. Der arme Kerl. Das stimmt. Hast du jetzt Y gedrückt? Ja. Okay. Zwei von den dicken Apparaten. Oh, die sind aber groß aus, mein lieber Mann. Ja, aber hast du ja gelesen, also wir müssen nur das Gebiet erreichen, also du musst nicht gewinnen. Ja. So. So. Und bei denen ist ja immer Vorsicht geboten, weil die greifen dich ja direkt an, wenn du sie angreifst. Deswegen ist vielleicht nicht schlecht, mit einem Teamsprung einfach drüber zu springen. Der muss aber schnaufen. Das stimmt. Wo so wie gehen wir jetzt am besten hin? Weil einen trifft er wahrscheinlich doch zu. Du weißt ja, ich bin taktisch sehr versiert, deswegen gebe ich dir jetzt keine Tipps. Wird sonst so einfach. Ja, das wäre auch nicht fair. Aber vielleicht wäre es schlau, mit einem da hinzulaufen zu dem Block. Wobei ich meine, der erwischt den dann trotzdem. Aber mit dem anderen dann mit dem Teamsprung drüber zu springen über den. Oder ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal Peach. Weil wenn die sich bewegt, kann ich das Schild aktivieren. Der macht dann nicht so viel Schaden, wenn er drauf haut. Das stimmt. Wobei, ich glaube, das war nicht so, dass das Schild da gar nicht gewirkt hat bei so einem Angriff. Da steht nur Schaden 40%. Das ist das Problem. Hallo! Ich will ihn auf jeden Fall nicht gleich angreifen. Ich will eigentlich erst laufen. Ja. Nein, ich will erst laufen. Wie gesagt, du kannst jetzt mit. Okay. Was? Ja, aber Mario müsste hinkommen. Ich glaube, Mario hat eine größere Reichweite. Gut. Okay. Hey, dann hat sich aber der Zug noch mehr gelohnt. Ja, das stimmt. Hey, dann war meine Idee besser gewesen. Du hattest gar keine, du hast dir wieder nur ausgedacht. Das stimmt. Wie komme ich jetzt zu Luigi? Der kann immerhin den Doppelsprung. Das stimmt. Das ist seine Fee. Okay. Ja, du kannst weiter. Du kannst bis nach da hinten. Du kannst noch nicht auf Peachs Feld. Aber das ist doch Doppelsprung, habe ich gedacht, wenn ich jetzt nochmal auf sie gehe. Das haben wir doch nicht gekauft. Du wolltest doch das andere haben. Okay. Ja, also für alle, die den letzten Part verpasst haben, wir haben für manche Charaktere eine neue Fähigkeit geholt. Und bei Luigi hatten wir die Wahl zwischen einer Fähigkeit oder einem Doppelsprung und wir haben halt die Fähigkeit genommen. Der läuft aber weit. Ja, so wie wir. Nicht. Ja, wir laufen weiter. Weniger. Luigi muss sich nochmal bewegen von dem dicken Weg. Das stimmt. Warum ist jetzt wieder Peach dran? Ich würde mit Luigi noch laufen. Du bist doch mit Luigi schon gelaufen. Ja, aber seine Fähigkeit. Extra Bewegung. Die war doch für andere. Die hast du jetzt dann, glaube ich, verschwendet. Und die dann nicht für ihn. Ach ja. Wir sind legendär, was unsere Taktiken angeht. Peach ist ganz schön eingefesselt. Probierst du jetzt unseren Kugelwilli aus? Ich überlege gerade, was ich machen soll. Ich finde da wenig über. Gott, Leute, die weg. Gut zu wissen. Richtig. Das ist wirklich nicht unvorteilhaft. Ja klar, der ist schon wieder da. Ich mag den Kugelwilli in Unterwäsche hinten dran. Gibt's noch Mario? Das ist echt cool. Geil, die machen es super. Das stimmt. Das Gute ist, wir haben es wieder nicht gelesen, richtig? Sonst hätten wir es gewusst. Das stimmt. Hat nichts gebracht, aber. Ja, aber. Okay. Der hat seinen Kumpel auch weggehauen. Der ist tot? Das waren wir. Ey, das nenne ich wahre Freundschaft. Der hat ihn umgebracht. Das wäre zu viel gewesen. Das stimmt. Achtung, Kumpel, ich helfe dir. Ups. Wo ist überhaupt der Ausgang? Ah, da hinten. Ist hier irgendwo ein Rohr, wo ich hoch muss? Geht das eins, wo ich runter muss? Auf der anderen Seite, glaube ich. Wo kann ich mich ja nicht frei umgucken eigentlich? Hättest du am Anfang gefragt, oder so. Das ist der Giant Kugelwilli. Das stimmt. Da komme ich hoch. Hier, okay. Muss ich in die Richtung. Ja, diesmal ist es ziemlich hoch, das Plateau. Ja, aber ich muss ja nur einen Charakter hinbekommen. Deswegen sollte das eigentlich funktionieren. Auf geht's, Mario, und komm mit dem Dicken. Uns oder den Probian? Uns kann man ja dann kommen, wir sind zu dir. Das stimmt.
Gut, die Gegner sind außerhalb. Ja, ich hab's verstanden, ich wollte darauf wechseln. Es ist halt schade, dass wir ja vielleicht Mario nicht zum Angreifen haben, aber andererseits ist ja egal. Ja gut, du gehst ja sehr mit Luigi weiter, sehr gut. Hui! Sieht nicht schlecht aus. Arbeit, Luigi, alter Junge. Gute Arbeit. Nein! Gut, das muss ich mir echt noch merken, wie ich die Tasten drücke. Wer so rein haut. Ja, mir ist, das ist mir doch klar. Das Spiel hat mich so dumm. So. Gut, den kann ich wahrscheinlich eher weniger rammen, oder? Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, ob er dann direkt zurückkommt. Das Gebet! Dann so. Was kriegt er noch das hier ab? Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Ja. Ich hoffe, mir schmeckt das jetzt. Das bestimmt. 80! 80 ist nicht schlecht. Der muss noch einiges lernen von uns. Aber Peach kann sich immerhin heilen. Nee, halt. Ah doch, die heilt sich auch selbst, ja. Hey, die hat sich 100 fast zurückgegeben. Gar nicht schlecht. Damit treffe ich doch gar nicht. Warum muss ich dann überhaupt auf den drauf? Gut. Hallo! Oh, die Salatköpfe. Euch ignoriere ich aber! Hm. Ja, macht ruhig euer Schild. Nein! Ah, das war cool. Ja, ich habe immer gedacht, hä? Das ist nicht cool. Das stimmt. Sieht das nicht schmack. Die wollen mich also verfolgen, das können sie sich sparen. Das stimmt. Der arme Mario. Der muss viel einstecken, der arme Klempner. Die arme Peach. Der Dicke haut auch ordentlich drauf. Ja, der kann keiner bauen. Aber der müsste in der nächsten Runde Platz haben. Der kommt nicht durch, oder was? Vielleicht ist er zu dick. Das kann sein. Ich müsste in ein paar Runden am Ziel sein. Wann wolltest du... Na gut, was? Du hättest ja mit Mario über Luigi weiterkommen können. Ja, zu spät. Ja, es hätte ja auch nicht zu uns gepasst, was Schlaues zu machen. Den Dicken kann ich jetzt auf jeden Fall nicht. Sprich dein letztes Gebet, du Zwerg. Gute Nacht. Nachti! Gut, wenigstens der Dicke weg. Ich bin noch da. Ja, du bist noch schlimmer, also. Ich hab ich ja gemeint. Gut. Das heißt, ich wirf da 60, hm? Ja, die von oben, wenn ich mich bewege, dann macht das noch schnell. Die von oben Angriff haben es leider in sich. Da kann man nichts anderes sagen. Ja, von mir aus können sie alles zerschießen, solange ich mit einem ins Tief komme. Das stimmt sogar. Und überlegt euch mal, dass das der Einfachmodus ist. Ja, und das ist ja auch nur so, also normale Gegner, also nun kein Zwischenboss oder Boss. Stimmt. Da wird uns auch einiges Spannendes erwarten, da bin ich mir sicher. Boing! Die sind ein bisschen überpowered. Na ja, gut, war noch von oben jetzt. Zieh dir das rein! Jetzt ist ja weniger wieder dann. Nächster Charakter. Nein! Mann. Gut. Der ist. Ja, gut, den werde ich wohl eher weniger treffen hier unten. Ja, aber gut, dass du mich. Ja. Egal, probieren kostet nichts. Das stimmt. Rapid Peach. Okay. Okay, ich kann nur den angreifen. Auch in Ordnung. Warum jetzt kostet nichts? Doch, 4 Runden warten. Ah, der gute alte Luigi. Wo ich den extra Feldbewegung immer nicht ganz verstehe. Oder das lassen wir. Das ist ja für die anderen. Also für Peach. Ja, aber die konnten sich in der letzten Runde auch nicht bewegen, wo ich aktiviert habe, noch extra. Ja, die müssen doch auch in der Nähe stehen über Peach. Brauchst du doch nur, ob du was kannst. Der letzte Partner weiß, das geht. Ich sag nicht, dass ich was kann, ich sag nur, dass ich aufgepasst habe. Was auch selten ist. Der lacht mich aus, der hat doch nur eine Waffe. Das kann er sich sparen. Das kann der sich sparen. Okay. Toll, wieder ein Schild. Ich hoffe, ihr seid glücklich damit. Na mal! Ich glaube, sie sind glücklich damit.
Er hat noch 36 Leben. Gut, den sollte ich auf jeden Fall fertig bekommen. Ruf ich. Hallo! Ui. Da ist ja noch einer. Den habe ich vergessen. Das ist gut. Wie viel Leben hat der noch? Ja, gut. Was? Sehr gut. Gott, ist wirklich dumm. Ich nehme es jetzt nicht mehr zurück. So. In der Entfernung nicht zu treffen. Dann hat der Hase auch noch so geguckt. Schäm dich, Luigi, schäm dich. Vielleicht kannst du ja seinen Bruder retten. Mario war schon immer der Intelligentere. Ja, warten wir es mal ab. Das stimmt. Außerdem kommt es ja immer davon, wer ihn gerade steuert. Nein! Gut, das bringt uns leider nichts. Das würde funktionieren. Boah. 62 ist gar nicht schlecht. Ja, wenn der sich jetzt noch bewegt, ist er platt. Jetzt noch unsere liebe Peach. Hm, die versteckt sich mal hier. Und dann schießt du noch auf den. Wo ist denn der? Das stimmt. Das ist klar, jetzt haben sie aus Mario abgesehen. Aber diesmal trifft Luigi ihn, jetzt ist er platt. Der Gesichtsausdruck war trotzdem gut. Das stimmt. So. Man schlägt keine Frauen, man schießt doch nicht auf Frauen. Ja, vor allem nicht auf weibliche Hasen. Jetzt ist er zu weit gegangen, dann flieht er auch noch. Ja. Jetzt hat er sich einen Feind gemacht, mit dem er es nicht aufhalten kann. Okay. Jetzt wird hier Blut fließen. Das hätte er sich sparen können. Ey, du bist kurz vorm Ziel. Was? Da kommt noch einer? Du bist kurz vorm Ziel, aber noch nicht da. Aber es sollte klappen. Kriegt der erstmal was auf dem Gesicht? Lass ja, es dir aber der hat noch 135. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Peach soll sich auf jeden Fall halten, weil die ja kein Leben hat. Jetzt hätten sich die Hasen echt sparen können. Hier geht Luigi hin. Hat er zumindest ein bisschen Deckung. Oh, wenn es trifft, ist gut. Ja. Sehr schön. Mario kann schon die Nähe des Ziels, der gute alte Mario. Nein! Sehr gut. Ich meine, ey, doch, es hätte uns was gebracht. Aber gut. Egal, ich fühl's mir halt nicht so einfach. Das stimmt. Das was? Du machst es immer zu einfach. Okay, sorry. Bringt der jetzt Mario? Ja. Das hätte er sich sparen können. Jetzt ist er für mich gestorben. Wie kann es nur wagen, Machtbahn zu greifen? Ja, das ist. Und dann seine scheiß Fähigkeit doch zu aktivieren, dass ich da oben jetzt die Charaktere verliere. Sag mal! Oh, das könnte noch eng werden. Ja, wahrscheinlich verliere ich das jetzt. Das will ich nicht gehört haben. Du hast immer noch Peach. Ja, aber die bringen mir momentan gar nichts. Das stimmt, aber du hast immer noch Peach. Gut, das ist jetzt leider ein bisschen schwierig. Und da bringt mir die gute Peach vielleicht wirklich nichts. Hm, naja. Außer hinzufliegen. Das darfst du nicht, Peach. Das kann nur ich mich blamieren. Den kannst du gerne aktivieren. Ja. Jetzt gehen wir mal zu Luigi, Marios gutem alten Bruder. Das ist geil. Da ist das Ziel. Ja, ich will mich in der Felsblock verstecken, weil du kommst ja so oder so nicht. Ich will nicht zu Peach. So. Weg. Achso. Das ist doch rot markiert, warum vorne weiß? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bitte, Luigi. Wenn es einer schafft, dann du bist die Ikone des Spiels. Hast du dich nicht eben noch beleidigt gesagt? Ruhe auf den billigen Plätzen! Ich habe nichts gesagt. Ah, ich schieße jetzt erst auf das Teil, okay. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Ja. Aber damit sollte es eigentlich klappen. Außer der macht mit den. Das wäre jetzt scheiße. Nein, der greift Peach an. Sehr gut. Du hast es geschafft, Kumpel. Außer du verdrückst dich jetzt. Okay, der fällt einfach hin, explodiert jetzt. Gut.
Peach ist mir momentan wirklich egal. Ja, weil du es jetzt geschafft hast. Fertig, Luigi, alter Freund. Sehr ist gut. Okay, hätten sie sich sparen können. Weil ein großes Ziel ist, wenn man es überhaupt schafft, so wie wir. Ja, im Einfachmodus. Das Spiel ist trotzdem schwer auf dem Einfachmodus. Ja. Das kann mir niemand sagen, dass das so wäre. Und eine kleine Trophäe. Aber ich finde es auch gut, wenn es herausfordernd ist, ansonsten wir. So, dann, oh, ist es schon Boss, was da kommt? Keine Ahnung, das zeigt nur Schluss. Oh. Aber das finden wir dann auf jeden Fall im nächsten Part heraus, würde ich sagen. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.